Schackel in Klaassen, 70% Ballbesitz, 2-0 zur Pause. Was denkt man dann? Ja, eigentlich denkt man unverdient, dass wir 2-0 in Rückstand sind. Gut, wir hatten selber eigene Chancen, die wir halt nicht genutzt haben. Und ja, so ist das dann. Was wurde zur Pause gesagt? Dass wir weiter aufspielen müssen, dass wir weniger Fehler machen müssen, dass wir über außen kommen, da können wir die Bälle dann ins Zentrum bringen. Ja, leider hatten wir zu viele Fehlpässe, sodass wir es unglücklich verliert haben. Und auch die zweite Hälfte gab es sehr gute Möglichkeiten, aber leider war das Glück heute nicht für SGS. Ja, ich denke, solche Spiele gibt es, dass ja, wir hätten nur 3 Stunden spielen können. Ich glaube, wir hätten heute kein Tor geschossen. Solche Tage gibt es. Umso ärgerlicher ist das, dass wir jetzt nicht weiterhin uns absetzen konnten, um auf Platz 4 zu stehen. Aber jetzt müssen wir nächste Woche weitermachen. Nächste Woche geht es gegen den SD Sand. Das ist sowieso ein Gegner, der nicht so gerne hat. Auch in Sand hat es nicht geklappt. Ja, das wollen wir jetzt versuchen. Wir sind heim ziemlich stark. Vielleicht haben wir jetzt, wenn wir uns nochmal zusammenreißen, dass wir dann da die 3 Punkte einfahren, nicht wie in der Hinrunde. Und dann. Also da habt ihr sicher was gut zu machen. Das ist dann auch das Ziel, denke ich. Sicherlich, das ist unser Ziel, dass wir jetzt nochmal 3 Punkte vor den Ferien, vor Weihnachten nach Hause nehmen, damit wir beruhigt ins Weihnachtsfest starten können. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück. Dankeschön. Danke.